Mein Name ist STB und ich bin seit 1984 im Club. Ich habe Steffen damals im Schwarzmarkt kennengelernt. Der hatte ein BTX-Terminal mitgebracht und hat den Feldversuch vorgeführt. Und das hat mich so sehr begeistert, dass ich dann viel Zeit bei Steffen verbracht habe und an BTX-Seiten rumgefummelt habe, an der Definition von schönen DACS und ähnlichem Kram. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann war ich natürlich 1984 auch auf dem ersten Kongress, habe da begeistert geholfen, war einer der ersten Engel, bevor sie Engel hießen. Und war begeistert von der Atmosphäre und den vielen interessanten Menschen, die da zusammengekommen sind. Würdest du bitte zurückspulen? Würdest du bitte zurückspulen? Das ist eine CCD-Kamera, ne? Schade. Cool. Ja, Steffen, ich hätte jetzt ganz gerne das Faxcenter von allen Leuten ohne Ausweis gewollt. Mach mal meine Verbindung zum Faxcenter. Ja, ich habe mir meinen ersten Computer gekauft, 82, und hat ein bisschen gedauert, bis ich dann online war. Und dann gab es ja nur ein, zwei Nummern, die man anrufen konnte. In einer Hamburger Mailbox stand dann irgendwas von Chaos Computer Club, trifft sich im Schwarzmarkt. Ja, dachte ich, da gehst du mal hin, ne? So Kennwörter tauschen, ein bisschen Erfahrungen austauschen und so. Und taucht dann da auf in dem Keller, sage ich jetzt mal, so linke Subkultur und so kannte ich, weil ich war früher auch viel im Fool's Garden und so in solchen Kunst- und Theaterbereichen unterwegs gewesen. Und außer Wau saßen da nur auch nur ein, zwei Leute? Und er erzählte halt so von Computer halt in die Hand des Volkes und ich kam ja halt eher von der Medienseite her, für mich war Computer eher Gestaltungswerkzeug und wir haben uns gut verstanden, ja, und sage ich mal, ab da haben wir das dann eigentlich ja zunehmenderweise dann fast täglich dann zusammen gemacht im ganzen Kram. Da musst du erst vorher akzeptieren, den nicht. Ja. Wenn du diese drei noch nicht reingesetzt hast, dann... Im Herbst 86 sollte erst das Wirtschaftskriminalitätsgesetz kommen mit Hackerparagraphen und solchen Sachen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt hier nicht auf dem Schleudersitz völlig privathaftend enden wollen, müssen wir natürlich einen Verein gründen. Und damals habe ich gedacht, okay, wo orientierst du dich dran? Und also praktisch ist die ursprüngliche CCC-Satzung ist dann eine Kopie der Satzung der GDD, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Da haben wir dann eine neue Präambel praktisch mit dem weltweiten Menschenrecht auf ungehinderte Kommunikation gemacht, wo man ja heute noch dran arbeitet. Und im Kernhintergrund, dass es halt um das Verhältnis Menschen-Maschine, Menschen untereinander geht, was wir beobachten wollen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wir hatten dann in der ersten Gründungsversammlung stand dann Hacken drin unter Punkt 7 und das wurde dann vom Vereinsgericht bemängelt, weil das stand halt nicht im Duden. Und dann saß ich da und sagte, okay, was schreibst du da jetzt rein, müssen wir ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, Förderung des schöpferisch-kritischen Umgangs mit Technologie. Das ist für mich so auch das, was es beschreibt. Ne? Also schöpferisch sein, gestalten mit den Sachen, die da sind, aber eben nicht unkritisch, sondern immer dahinter gucken. Ne? Und dann gab es ja auch immer noch die große Diskussion, die heute noch da ist. Ein richtiger Hacker wird ja nicht Mitglied in einem deutschen Verein. So, da haben wir gesagt, ja okay, aber wir brauchen ja hier diese Verwaltungseinheit. Also gibt es gibt ja immer eh mehrere CCCs. So, es gibt den CCC ohne e.V., wo sich halt Leute zugehörig fühlen, die den ganzen Vereinskram gar nicht interessieren. Dann haben wir den CCC e.V. als Verwaltungseinheit gehabt. Eine Verwaltungseinheit entwickelt natürlich dann irgendwann Eigendynamik und so weiter. Dann irgendwann kam dann die GmbH dazu. Das sind aber alles Sachen, die, wenn du eine Struktur halt schaffst, entwickelt die natürlich auch eine Eigendynamik. Und dann kommen halt auch Leute, die dann auf der und mit der Struktur gestalten und Einfluss nehmen wollen und so weiter. Aber im Kern ging es erstmal darum, dass wir einen Prellbock haben gegen die Gesetzgebung. Oh, man kann ja das erklären. Ich hatte ja eine ganz lange Pause. Ne? Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil
weiß ich gar nicht genau, warum eigentlich, aber andere Sachen haben mich mehr interessiert. Dann bin ich da mit meiner autonomen Gruppe in Harburg, haben wir Anti-AKW-Scheiß gemacht und uns irgendwie an die Dresdner Bankfiliale gekettet und Rau als Kanzlerkandidat entgegengebrüllt, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, da hat er gelacht. Kann ich heute sehr gut nachvollziehen, warum er da gelacht hat, wir standen da zu fünft, ne, und egal. Dann hatte ich also quasi so, weiß ich nicht, 35 Jahre Pause und komme jetzt eigentlich so mit dem Gefühl und irgendwie dem Wissen von vor 35 Jahren zum Club zurück, also vor ein paar Jahren. Und bei vielen Geschichten aus den 80er Jahren finde ich es eigentlich erstaunlich, wie weit einige der Gedanken schon waren und wie teilweise wenig sich seitdem verbessert hat oder verändert hat. Also das Bewusstsein für Datenschutz und Computersicherheit ist häufig gefühlt nicht viel weiter ausgeprägt, als es das vor 40 Jahren war. Ausspähung von Daten! Ausspähung von Daten! Das ist nichts was. Was meinst du, wie häufig ich, wenn ich mir irgendwelche Hackergeschichten oder Computerkriminalitätsgeschichten oder Bugs angucke, wie häufig ich da das Gefühl eines Déjà-vus habe? Das hat vor 20 Jahren schon mal, das war vor 40 Jahren schon mal. Oder von der Struktur her findet man ähnliche Sachen sogar noch viel früher. Und es macht natürlich auch wenig Spaß, gegen die 100. Vorratsdatenspeicherungsverordnung oder Gesetzgebung immer wieder anzugehen und immer wieder die Grundrechte zu verteidigen und immer wieder von vorne anzufangen, weil das ja ein Spiel gegen Windmühlen letztlich auch ist, also nicht sehr befriedigend ist. Letztlich aber notwendig, dass wir uns die Freiräume weiterhin erhalten. Oder versuchen, sie überhaupt wiederzubekommen. Also von dem Ziel auf weltweite, ungehinderte Kommunikation aller Menschen, wobei ich jetzt ungehindert auch mal mit verschlüsselt definieren möchte, sind wir ja dann doch noch wieder weiter weg, als wir schon mal waren. Wenn es den Chaos Computer Club nicht geben würde, dann müsste man ihn unbedingt gründen. Ja? So. Und wir haben ja mit dem CCC eine wirklich sehr einmalige Position auf diesem Planeten als eine gesellschaftspolitisch engagierte Hackervereinigung. Und da sollten wir auch dranbleiben.